Gast bei uns im Europaparlament ist David McAllister, Europaabgeordneter für die CDU und stellvertretender Vorsitzender für die Europäische Volkspartei. Herzlich willkommen. Herr McAllister, was bedeutet es für die Ambitionen Manfred Webers, Chef der Europäischen Kommission zu werden, dass die Christdemokraten in Deutschland so schlecht abgeschnitten haben? Zunächst einmal ist gut, dass die Wahlbeteiligung überall in der Europäischen Union offensichtlich gestiegen ist, auch bei uns in Deutschland. Das stärkt die europäische Demokratie und das stärkt auch das Europäische Parlament. Klar hätten wir uns in Deutschland als CDU-CSU ein besseres Ergebnis gewünscht. Gleichwohl, wir sind klar stärkste Kraft, klar vor den anderen. Und wir haben unseren Beitrag dazu geleistet, dass die Europäische Volkspartei aller Wahrscheinlichkeit nach wieder stärkste Fraktion im Europäischen Parlament. Und daraus leitet sich ein Führungsanspruch ab. Wir sind bereit, mit den anderen proeuropäischen, konstruktiven Kräften im Europäischen Parlament zusammenzuarbeiten. Es gilt jetzt, die Mitte des Parlaments, die insgesamt verloren hat bei dieser Wahl, die Mitte des Parlaments zu stärken gegen die Ränder von ganz rechts und von ganz links. Und da ist die Europäische Volkspartei bereit, über Inhalte zu sprechen mit den anderen. Und natürlich bekennen wir uns zum Spitzenkandidatenprinzip. Und unser Spitzenkandidat war und ist Manfred Weber. Die Europäische Volkspartei hat nicht nur in Deutschland verloren, sondern wird insgesamt in Europa deutlich verlieren, knapp stärkste Partei bleiben. Aber es wird nicht mehr reichen, um zusammen mit den Sozialdemokraten eine absolute Mehrheit im Parlament zu erzielen. Also Sie müssen andere Parteien mit einbeziehen, wenn Sie Manfred Weber wirklich zum Kommissionspräsidenten machen wollen. Das zeichnete sich ja schon vor dieser Wahl ab, dass es für eine eigenständige Mehrheit aus Christdemokraten und Sozialdemokraten nicht mehr reichen würde. Wir sind bereit, mit den anderen demokratischen, proeuropäischen, konstruktiven Kräften zusammenzuarbeiten. Das gilt für die Liberalen, das gilt für die Grünen. Und deshalb gilt es eben jetzt auf der Basis von Inhalten eine stabile, verlässliche Mehrheit zu bilden. Denn das Europäische Parlament muss handlungsfähig bleiben. Und wir dürfen uns nicht in die Abhängigkeit von Radikalen und Extremen, weder vom rechten noch vom linken Rand begeben. Deshalb muss die Mitte zusammenstehen. Es gäbe ja auch die Alternative, dass sich Sozialdemokraten, Liberale, Grüne und Linke zusammenschließen gegen Manfred Weber. Eine Mehrheit von Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen alleine wird es nicht geben. Gegen die EVP kann nicht eine Mehrheit gebildet werden. Es sei denn, man ist bereit, sich von radikalen Demagogen und Populisten von ganz links wie von ganz rechts mit unterstützen zu lassen. Wir haben als Europäische Volkspartei das klar ausgeschlossen. Und wir bitten darum, dass auch die anderen Parteien sich genau überlegen, was jetzt auf dem Spiel steht. Wir brauchen eine stabile, verlässliche, handlungsfähige Mehrheit. Und das geht nur, wenn Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale und Grüne eng sich jetzt abstimmen. David McAllister, herzlichen Dank.